Ja, so können wir in Höhlen rein. Krass, oder? Ist schon nice, die Mod. Also hat schon viele Blödsinn, aber... Hier. Einfach unter ihn gehen. Einfach nicht verarscht, guck mal an. Einfach verarschen, guck mal an. Einfach hier so ein bisschen springen. Hier, mir. Hier, einfach unter ihn durch. Ja. Die Kacke ist jetzt fast größer als der Mann. So, machen wir jetzt los. Ha! Moment! Muss nach Hause kommen. Jetzt hab ich Hunger. Also brauchen wir auch in der Base viel weniger Platz. Na klar. Ein Giga kannst du damit überall reintun. Quetzel! Ich schrinke nachher meinen Quetzel. Das Geile ist, du bist ja auch geschrinkt. Du kennst doch den berühmten Film, oder? Hilf, ich hab meine Dinos geschrinkt. Juhu! Ey, warte. Und dann noch jetzt First Person, ist ja auch geil. Ich hab noch mehr Plätze. Und Giga haben da wir ja nicht, ne? Noch gar nicht dran gedacht. Den da? Uno Momento. Das geht. Ach du Scheiße. Ist ja noch kleiner jetzt das Viech. Das ist ja noch kleiner. Aber ich glaube, auf der Schulter wird es normal los aussehen, oder? Nö, das ist kleiner, oder? Das ist genau das gleiche, richtig groß, ja. Ist halt der Skin auf dem Ding. Wenn ich das Item rausnehme, ist immer noch so. So, du musst es nur nutzen. Du musst das Item gar nicht drin lassen, du musst einfach nur einmal nutzen nehmen. Das war's. Was mit der Wiefer? Vielleicht hat die so einen kleinen Wendekreis, kann dann besser fliegen mit dir. Lol, wie süß, guck mal. So ein kleiner Wiefern. Aber der Wendekreis ist, glaube ich, der gleiche. Er sieht aber immer noch riesig aus. Ist die echt kleiner? Ja. Alter, die sieht immer noch riesig aus. Nochmal. Krass, gell? Das habe ich gestern entdeckt, das Item. Also ich habe schon gesehen, ich habe schon gelesen, Dino Shrinker, ich habe nicht gewusst, wie es funktioniert. Hat sie beim Fliegen nicht normale Größe? Doch, oder? Nö. Nee. Ist sie noch größer? Du siehst doch bei mir im Stream, guck mal. Ja. Doch, die Hitbox wird kleiner. Habe ich getestet, sondern du kommst in Höhlen durch Gänge durch, wo du nicht durchkommst. Habe ich gestern schon getestet. Ich war in der Höhle drin. Ja, gut, okay. Ist ein bisschen größer. Ein bisschen. Jetzt lass mal das Klasse. Losgehen. Weil die Suppen und so, das läuft ab. Ah ja, warte, muss ich noch. Ich muss mir was zum Essen mitnehmen. Ich habe nichts mehr. Mein Char beschwert sich schon wieder. Nimm mein Luxusfood mit. Ich hab meinen Affe jetzt schon auf Level 3 oder so. Ja. Ach, den habe ich noch gar nicht getestet. Den habe ich heute erst. Gedingst. Ich meine den komischen Chippo oder was das ist. 3 Bonus-Level kann ich jetzt schon machen. Ach so, so hoch. Okay, krass. Sehr geil. Okay, also dann. Was nehme ich denn mit? Nur mich oder was? Ohne Tier? Ne, ich brauche schon ein Tier erstmal. Ich nehme meine Wiefern mit. Aber klein. Vergiss nachher hier deinen Silbertuß nicht, ne? Der jetzt hier noch so mini steht. Wo gehst du jetzt hin? Fliegst du dorthin? Nein, ich wollte eigentlich... Oh. Ja, der Wendekreis. Ich wollte eigentlich nur zu... Kurz. Nee, ich hab grad hier
Komische Sachen. Komm her. Dieser Follow, die muss halt nur schauen, was der Manicrest trotzdem hat. Kommt die jetzt mal? Hallo? Hä? Ich hab nicht gesagt, ihr soll landen hier. Aber es war beides auf T, warte, whistle to land. Alter. Ich nehm sie gleich hier mit ein mit dem Ding. Ja, da ist sie ja. Okay. Na gut. Und dann geht's los. Mach Teleport. Sehen, ob es mich jetzt mitportet, wir sind. We must be on the same team. Okay, wo muss ich hingeflogen kommen? Ich kann ja einen Teleporter herstellen, einfach. Hab hier alles dabei immer. Sag mir einfach, wo du bist. Komm doch einfach her. Okay. Warte. Jetzt hat. Der ist immer noch da, der Typ. Immer noch an derselben Stelle. 150. Was hat er für Werte? Und mach mal wieder dein Bild größer. Ach so. Keine Ahnung. Einfach mal testen. Da unten, aha. Pass auf. Wir steigen jetzt ab, da unten ist ja nichts. Das ist echt nichts. Schieß dein Vieh ein. Und jetzt nimmst Suppe du so nehmen? Curry. Suppe rein. So eine grüne, gell? So eine Kailin-Suppe, gell? Genau, und die hält jetzt 900 Sekunden. Und wenn du jetzt zu dem hier runter gehst, ist der, dürfte der uns nichts tun. Er schießt auf irgendwas, aber nicht auf mich. Also auf mich hat er geschossen. Du hast die Suppe noch nicht drin gehabt, ne? Doch, die grüne habe ich drin. Ja, dann komm runter. Hab ich doch. Jetzt gehst du an den ran, weil du musst das ja machen. Und da hast du blau dastehen, irgendwas mit Symbiose-Enkel. Hab ich. So, und jetzt ist der dein Freund. Hunt to increase taming, okay. Genau, und jetzt hole ich dir Viecher her und die muss der töten. Okay. Ich kann ihn, wenn ich aus Versehen treffe, passiert da nichts, oder was? Oder darf ich nicht treffen, wegen Taming? Da passiert nicht viel, eigentlich nichts. Und ich darf auch kein Dino oder sowas nehmen, ne? Ich meine, mit der. Na gut. Wir müssen halt erstmal Tiere finden. Ich hab ja halt alles hier auf, außerdem. Hier sind auch böse Tiere nur. Ja, aber die bösen Tiere brauchen wir ja. Also starke böse Tiere, solche wie er halt. Ich kann ja trotzdem auch rumgehen, oder? Ist ja egal. Ja, aber hier vorne ist Lava. Hier ist ein Waterbug. Das ist kein böses Tier. Ich bring dir schon gerade eins. Achso, ne, dann komm ich wieder hoch. Ich hab einen Sony Dragon, der sollte böse sein. Ja, warte, der Typ kommt nicht mehr hinterher. Hat er was geaggrot? Na, dann nee, der Wendekreis ist halt ein bisschen scheiße von dem. Ja, da kommst du runtergefallen gerade. Hat nichts geaggrot, nein. Der ist ein bisschen verwirrt. Sag ich mal. Ich hab den Sonny drängen, dann bring ich ihn mit runter. Und wenn ich einen Anki anhaue oder so, haut er mich ja auch an. Nee, es müssen böse Tiere sein. Ja, der Anki wird ja böse, wenn ich ihn anhaue, oder nicht? Das wäre zu einfach. Wo bist denn du jetzt? Ja, das ist runtergefallen wegen dem Wendekreis, der Typ. 25. Ich habe hier unten auch einen Tawny Dragon. Kann runtergehen zu dem. Ich guck mal, kommt der mit, wenn ich hier fliege? Ja, der kommt mit. Ach, dort bist du. Ah, war sogar vor mir unten. Ich gehe mal hier spazieren ein bisschen. Ach, du siehst mich ja. Ah. Hier ist halt überall Lava, das heißt. Da ist aber auch so ein Viech, ne? Das ist halt kacke, das müssen wir wegmachen. Level 20. Obwohl, das dürfte uns ja nichts tun. Wir haben die Suppe drin. Okay.
Die sind ja jetzt alle lieb mit uns, solange wie die Suppe drin ist. Siehst du, jetzt ist er sauer auf den Sonny-Trecken. Und jetzt darf er nicht zu viel Schaden kriegen. Oder? Jetzt musst du ihn kämpfen helfen. Da unten gegen den 55er. Muss man erstmal gegen den anderen kämpfen. Da ist noch einer. Wow. Der kriegt übel Damage durch die Lava. Ja, ich kann ja nichts machen. Ich ja auch. Wir sind halt zwei gerade, ich komme dem eigentlich vorbei. Gib ihm Kuchen. Geh ran und gib ihm Kuchen. Ich kann gerade nicht, ich sterbe selber. Töte mal diesen einen Tonnendrecken da. Ich werde dauernd vergiftet hier. Jetzt geh ran und er kommt raus. Jetzt kannst du ihm, geh mal hin und guck, ob du ihm Kuchen geben kannst. Nee. Aber irgendwie haben die gesagt, kann man den heilen. Boah, du nimmst kein Tier, keine Ahnung, weil er gesagt hat, ich soll kein Tier nehmen. Weil er aggro wird auf Tiere. Ich dachte, ich kann auch Tiere nehmen. Ich hab's halt noch nicht ausprobiert. Wie gesagt, probier doch mal ein Tier zu nehmen. Ich kann's dir nicht. Was passiert denn, wenn ich jetzt meinen Griff in raus? Nein, lass mal. So. Okay, nichts. Dann kannst du also auch Tiere nehmen. Ja, mit Tieren ist es ja einfacher. Geht das? Aber er muss halt mitkämpfen. Ja, ist das viel einfacher. Aber wie heilt man den? Ich habe gehört, mit süßem Kuchen heilt man den. Ja, aber ich kann nichts machen mit dem. Ich habe ja süßen Kuchen auf der Null. Das machen wir doch gerade, Thorsten. Der Thorsten war genau die Fragen, wo wir es gerade machen. Hä? Wir haben es gerade besprochen. Thorsten, entspann dich. Wir haben gerade den quasi Tutorial. Der darf halt nicht weiter fallen, ne? Ich kann halt nichts machen hier. Also heilen kann ich hier nicht. Ins Inventar kannst du auch nicht, ne? Aber ich kann ihn ja heilen. Ich halte ihn mal voll. Ja, wie meinst du durch Prügel? Wir nehmen... Ich habe die Suppe an. Ich habe diese Suppe hier. Bin zum Hingegangen. Hab ihm Kibble gegeben, es läuft ihm hinterher und der muss mit mir auf die Jagd gehen. Und wenn er auf der Jagd ist, da war halt nicht unter einer gewissen Prozentzahl kommt man leben. Ich kämpfe mit dem Seite an Seite. Der kriegt halt Hunger vom Kämpfen. So müsst ihr euch das vorstellen. Und irgendwann kriegt Gex jetzt die blaue Meldung, dass er hungrig ist vom Kämpfen. Und da muss er schnell hingehen und muss ihm einen Kippel reindrücken. Aber der, ohne dass du kämpfst, kriegt er halt keinen Hunger. Das ist aber noch so einer jetzt wieder. Der dürfte uns nichts tun, ich kann ja mal hingehen. Hier hat er jetzt... Die sind friedlich, so lange? Ne, sind sie nicht. Ah, der kämpft jetzt mit deinem. Soll ich helfen? Ja, ne? Das ist ein Like jetzt. Allah, es geht halt nicht mit. Geht nicht mit den Allianz-Dingern. Mit was mit Allianz-Dingern? Stand irgendwas, ich kann grad nicht lesen, stand irgendwas da. Der tötet mich jetzt auch, weil er gesagt hat, man darf nicht die eigenen. Was? Ich konnte gerade nicht lesen, weil da war eine Schrift, bla bla bla, darf nicht mit den Alliierten gehen. Also muss man alle anderen töten von denen. Also darf keiner von denen ihren Artgenossen in der Nähe sein. Warte mal, wenn ich den Ei... Lass mal den mal entagrun. Töte, den nicht den 150er töten, einfach weg mit dem. Einmal kurz weg. Da stand irgendwas mit bla 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 Alliierte. Ich glaube, man darf halt nicht einen Alliierten töten von denen. Das ist immer so eine schnelle Schrift und dann bist du bis zum Kampf und kannst nicht lesen, was da steht. Im Endeffekt heißt es, glaube ich, dass du halt nicht die eigenen angreifen darfst.
Weißt du? So, der ist weg jetzt. Jetzt tun wir wieder Entagro fangen nochmal von Anfang an. Und der braucht 10 Kibbel, ich hab gerade noch 10. Also ich habe jetzt nicht lesen können, weil ich finde, eine Schrift geht immer sofort weg und du bist dann im Kampf, ne? Musst ausweichen, musst diesen machen, musst das machen, kommt eine Schrift und dann ist sie sofort wieder weg. Irgendwas stand mit Allianz. Ich glaube, dass du halt einfach nicht die eigenen. Ja, der Ziele. Hat in den, jetzt verstehe ich auch, was der meinte. Der hat in dem Video gemeint, man soll vermeiden, dass solche Viecher wie er in der Nähe sind. Das heißt, das funktioniert also nur, wenn keine. Dann muss ich vorne weggehen und sobald wir so ein Vieh sehen, die immer alle wegmachen. Ich weiß nicht, ob ich auf den Damage mache, keine Ahnung. Irgendwas kriegt der Schaden, 28. Machst du? Achso, ja, du heilst ihn, okay. Du hast, bist immer noch im Kampf mit ihm. Ja, ich kann ihn irgendwie nicht heilen. Keine Ahnung. Macht ja nichts. Er muss sich entagnen und heilt er sich. Er heilt sich ja eben nicht. Also wieder Entagro-Tier? Ja, ja. Oder? Nee, der ist immer noch Agro. Der ist immer noch Agro auf dich. Vielleicht wegen deiner komischen Eule da, oder nie? Oder nicht? Und da muss ich, glaube ich, erstmal holen von dem Stress. So, sag mal, wenn der dort weggelaufen ist. Nee, das hat immer noch da. Da bist du ja gerade weggeportet. Tu doch zu unserem Teleport dich porten. Du bist in der Nähe. Ich weiß nicht, wie weit weg das halt ist. Ich, bisschen halt. Ich schau noch mal kurz. Aber ich glaube, solange nicht volles Leben ist, geht das alles nicht. Okay, ich habe ihn wieder. Er hat volles Leben, nachdem ich es gedrückt habe. Theoretisch, ich bringe ihn jetzt mal kurz weg und dann kannst du dich wieder porten. Hat der da auch so einen Wendekreis, ey? Ich habe auch nicht so tolle Rüstung, ne? Ich habe halt ziemlich schwache Rüstung an. 120 halt nur. Egal was mich angreift, tötet mich halt. Also darf ich jetzt mit Tier machen oder nicht? Ich glaube, ich darf mit Tier machen. Ich hätte mein Tier Coleo nehmen sollen, ne? Viel besser. Kommt jetzt mit über die ganze Map, sagst du? Ne? Okay, da ist jetzt ein anderes Viech. Das ist ja auch Agro, gucken wir mal. 130 direkt, ach du Scheiße. Na gut, Tessa. Okay, greifst du das jetzt an? Greifst du nicht an, nö. Okay, da sind zwei Tony Dragons. Ich habe halt ein schwaches Viech jetzt. Schade, dass ich meinen Sabertooth nicht, Tiakulier nicht dabei habe, den starken. Ist der jetzt. Der macht auf mich jetzt Schaden. Wieder. Oder? Nee. Doch, ein bisschen hat er auf mich Schaden gemacht. Ja, ich mache ihm auch Schaden mit dem Viech. Ich mache ihm auch Schaden, das geht nicht. Man muss halt pinglich aufpassen. Ich mache ihm halt auch Schaden. Aber der hat sie ganz schön vernichtet, die anderen, hey. Lol, okay, dann müssen wir nochmal machen. Okay, wieder Entagron hier. Okay, es geht da nicht so, weil ich mache ihm halt auch Schaden. Der hat sie aber eh vernichtet, die zwei. Einfach so.
Und was ist, wenn ich gar nicht kämpfe, wenn nur er kämpft? Ah, ich bin gemutet die ganze Zeit. Gex. Ja, du hast doch keinen Ton mehr gesagt. Hirn. Das geht nicht mit Tieren. Alle Videos, die ich geguckt habe, laufen die zu Fuß mit einer Pumpgun. Ja, glaube ich dir, glaube ich dir. Alle. Nur hat's ja. Chat hat gefragt. Da es geht. Okay, aber Ich habe heute schon einen gezähnt. Wenn du kein Tier benutzt, geht das auch easy. Denke ich mir. Wo bleibt er denn jetzt? So, jetzt geht er nämlich dahin und der muss nicht alleine kämpfen. Das stimmt halt auch nicht. Du darfst das Vieh mittöten. Ja, aber ich treffe ihn ja. Weißt ja, du egal, halt der tötet sie eh. Ja, geht ja nicht, wenn er doch. Passt. Und jetzt passiert jetzt, nämlich gar nichts, siehst du? Wenn du zu Fuß bist, geht das easy klar. Pass auf deine Suppe auf, ne? Wir brauchen kleine neue. 77 Sekunden. Aber die Suppe muss ja auslaufen, bevor ich eine neue. Hat er sich jetzt selber angezündet? Ja, und jetzt brauchst du halt Aggro-Tiere. Und im Eisgebiet sind halt alles voll Wölfe und so, da geht das easy. Hier ist nix, Gex. Ja, was soll ich machen? Ja, wir suchen uns einen anderen, das wird nix. Ist aber 150. Der ist Main. Ja. Was hat er eigentlich für Stats? Muss er wieder hin jetzt? Jetzt ist er ganz unten. It's too far. Return and taming will end. Wo unten? Der ist hier runtergesprungen. Oh, hier. Moin. Ist er noch? Ja, ist noch. Hey, wieso hat mein Charles dauernd Hunger? Ey, ich kämpfe normalerweise stundenlang und ich habe nie Hunger. Was hat er denn hier Hunger die ganze Zeit? Ich habe mal eine neue Suppe genommen. Jo, same. So, dann zieh den doch mal. Dann probier mal ganz hier runter zu ziehen. Ja. Du müsst aus dem Gebiet raus. Da oben würdest du halt nichts finden. Das Problem ist halt mit dem Schießen da. Na gut. Hier unten sind Atropleuras. Die gehen zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ob du über die schon hinausgeschossen bist. Hier direkt. Wo ich bin, hier unten ist ein Atropleura. Mit dem kann er kämpfen. Irgendwas hat er jetzt, glaube ich, gesehen. Ist Aggro geworden. Ja, bestimmt das Atropleura. Nö, jetzt wieder normal. Nö, den Beetle hat er. Aua, wieso krieg ich jetzt Schaden? Es hat wie so ein Tier auf Aggro. Die greifen den an, die zählen als Aggro. Ich hab den Beetle gekillt. Ja, und das funktioniert. Der muss die nicht alleine töten. Aber der braucht halt viel, es geht nach HP, der mit Stier macht. 0,9. Ich kann da kein einziges Mal zähmen hier. Ja, er kann einziges Mal drücken. Muss er jetzt hin? Du kannst bei 10% das erste Mal Kippel drücken oder so. Achso, er hat guckt, ist er. Der tut einfach alles angreifen. Okay, ich hab den jetzt gekillt. Hätte ich es nicht machen sollen? Hätte ich. Doch 2,6 jetzt, okay. Ja. Zählt das auch, wenn ich den töte? Ja, ja. Also wenn wir beide töten, zählt, oder? Ist bei egal. Ihr sollt ja zusammen jagen. Ja, aber ich frage es halt, muss er Damage machen, muss ich Damage machen oder zählt alles, egal was sie machen. Bei der Trap, die man baut, macht er gar keinen Damage. Dann hittet er, aber er kann das Vieh nicht hitten. Ach so. Das heißt, Damage macht er gar keinen und den Damage machst du die ganze Zeit. Hast du mit Trap gemacht oder was? Ja. Ach so, na gut. Ich habe die Trap halt ausprobiert, wie es geht. Ich habe es erst ohne probiert und das war. Im Eisgebiet sind zu viele Wölfe. Das war wild. Guck mal, wie viel Leben du schon verloren hast. Dein Taming geht halt auch gleich in den Arsch. Also das Vieh.
Und ich kann es nicht heilen, oder was? Irgendwie muss es gehen mit diesem Kuchen. Keine Ahnung wie. Ja, aber wie soll es denn gehen, wenn es nicht geht? Macht doch gar keinen Sinn. Hand, da steht, ich kann halt nichts machen. Ich kann ihm keinen Kuchen nichts geben. Kann er. Ist nicht, das ist doch. Ist viel zu viel immer Gefrage. Du tropfst, geht auch nicht, ne? Ja, wollte ich ja gerade machen. Hier, friss. Nee, nimm doch nicht. Keine Ahnung, das ist. Es hat alles viel zu Wie soll ich jetzt hier durch die Lava durchkommen, ohne dass ich dich beschädigt? Komm einfach mit. Drüber rennen. Renn einfach schnell drüber, der ist doch flink. Kurz und schmerzlos, einfach schnell drüber. Dann also bleibt er halt irgendwo hängen. Ja, bleibt da nicht drüber hängen. Muss ja jetzt eh durchlaufen. Nimm die schmalste Stelle und renn einfach hier. Hier einfach rüber. So, und jetzt müssen wir in irgendein Gebiet mit dem. Nee, Gebiet sagen halt alles das Beste. Aber da kommen jetzt wir hier nicht hin. Bin ich halt auch irgendwie irgendwo auf der Welt hier gerade. Ja, aber nicht wieder hier rüber. Da geht, da drüben gibt's ja gar nichts. Lass doch jetzt hier rüber gehen ins grüne Gebiet. Gucken, dass andere da Seite. Sind. Ja. Na, hier ja, drüben gut, gibt's nichts. Hier ist ja nur Berg. Und wie es scheint, macht die Lava gar keinen Damage. Wo ist denn der jetzt? Da in der scheiß Wand, also. Also dieser Wendekreis von dem ist auch wild. Und wenn man die reitet, ist der in Ordnung. Aber und heilen kannst du nicht, oder was jetzt? Achso, nee, der greift dich ja an, glaube ich, gell? Nee, ich kann mit der Eule heilen, ja. Der greift dich ja an. Auch gleich. Hä? Ja, nee, da. So, was mit Bronto? Den müssen wir jetzt ausprobieren. Das sind Kompis. Kompis werden gehen, denke ich. Ja, muss aber erstmal kommen. Jetzt tue ich erstmal trocknen hier. Ja, der ist schon aggro. Klick. Das kann er, aber wenn er den Dinger greift, immer RIP, ich tu den dann betäuben. Nö, hier ist kein anderes Aggro-Tier. Ich sage, er nimmt nur Aggro-Tiere. Ich mache ihn jetzt erstmal schnell voll. Bleib mal kurz stehen. Ich bewege mich ja gar nicht. Das ist halt auch sowas, was sie gesagt haben, eine Schneeeule. Haben alle gesagt, musst du haben. Vielleicht, weil das mit dem Kuchen nicht richtig geht. Mhm. Eine Eule ist halt kein Aggro-Tier. Deswegen passiert überhaupt nichts, wie du siehst. Die kannst du benutzen. Ich brauche nach unbedingt zwei Armbrüste. Das mit dem Ding wechseln nervt mich. Aber du, ich habe ja eine zweite Stark leider nicht. Kommt es sicher oder nicht? Hallo? Ja, er kommt. Lass einfach jetzt hier langlaufen, Kompis und sowas immer. Pego Mastix, da, guck mal, greif dir mal an. Ne, der ist nicht Auto-Aggro, der Pego Mastix. Doch, wenn ich näher reingehe schon. Der glaubt naja, mir alles. Du musst Tiere finden, auf die er aggro ist, nicht. Du kannst ihn ja jetzt töten, weil jetzt ist der Pego auf dich aggro. Wieso hilft mein Freund mir nicht? Frech. Ich dachte, ich habe einen Freund hier, der hilft mir nicht. Kommt er? Na gut, hier gibt's eh nichts. Ja, lass einfach irgendwo hingehen, wo es was gibt. Wir haben ja Zeit. Ja, wie Kay, du gehst schon. Das ist schon traurig jetzt hier. Hast du aber schon lange mitgespielt, Kate, krass. Hast du ein bisschen was geschafft?